nenne das Ding jetzt einfach nur die Mutter. Das ist ein richtiges Schlachtschiff, ist das. Feuer! Pam! Moss ist cool! Es stürzt ab! Die Mutter ist zu schwer! Nein! Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig abgefahrenen Minecraft-Abenteuer mit mir, eurem Game Flummi, dem Lukopa. Ja, wir befinden uns heute wieder vor einer Schule und schauen heute, wer die dickste Rakete hat. Denn heute werden wir uns eine Raketenmod anschauen, mit der wir unsere eigenen abgefahrenen Satelliten bauen können. Mit ganz tollen Modulen, mit Laserstrahlen. Wir haben die Möglichkeit, Karten zu analysieren, Mitspieler auszuspähen und so vieles mehr. Es ist eine richtig abgefahrene Mod, die wir uns demnach heute anschauen werden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Demnach befinden wir uns, wie gesagt, hier in der Schule und passenderweise findet hier heute ein Raketenbauwettbewerb statt, ja? Und man kann sogar was gewinnen, das heißt, wer die coolste Rakete gebaut hat, der bekommt sogar einen ganz tollen Preis. Wir haben hier einige Mitstreiter, die bereits ihr Glück versucht haben, aber wenn ich ehrlich bin, was soll das denn hier zum Beispiel sein? Das kann man nicht Rakete nennen, das ist ein Unfall, ist das. Also ich will dich jetzt nicht enttäuschen oder so, aber ich hoffe, dass es zumindest einen Trostpreis gibt. Damit kannst du auf keinen Fall gewinnen. Das ist nix, ist das. Was haben wir denn hier noch so Feines? Aus welchem Zoo ist das Ding denn ausgebrochen? Das ist doch keine Rakete. Hast du schon mal eine Rakete gesehen? Soll ich dir mal eine Rakete zeigen? Was ist das hier eigentlich für eine gelbe, dicke Rakete? Ach so, du bist Schüler. Ach so. Sekunde mal. Stimmt, er fliegt nicht in die Luft. Und als letzten Mitstreiter, bevor wir gleich unsere eigene, richtig coole Rakete bauen, ist dieser blaue Schlumpf hier. Moment. Ist das dein Ernst? Eine Karotte? Willst du mich komplett veräppeln? Eine Karotte kann nicht fliegen. Nein, ein Apfel kann auch nicht fliegen. Okay, pass auf. Dann werden wir uns jetzt endlich an unsere eigene Rakete wagen. Und das ist eigentlich total einfach. Man kann wirklich sehr kreativ sein. Und es ist total simpel, hier seine Rakete hier zusammenzustellen. Das ist wirklich der Hammer. Die kann ganz groß sein, aber auch nur ganz klein. Okay, ich werde jetzt hier erstmal den Grundstein mitnehmen. Nur damit ihr mal seht, was wir auf jeden Fall für eine Rakete brauchen. Ja, es ist wirklich ganz einfach. Wir brauchen immer einen Tank. Der sieht jetzt nicht allzu schön modelliert aus. Aber das macht nichts. Dafür ist er umso effektiver. Wir brauchen so einen Anschubsgebimse. Stahlruder nennt sich das, glaube ich, in Deutsch. Und da brauchen wir noch so einen Satellitencontroller, damit das Ganze als Rakete erkannt wird, ja? Und dieses kleine Ding hier können wir bereits in den Orbit schießen. Können jetzt theoretisch noch Module dranhängen, das werden wir gleich tun. Aber wir werden als erstes hier diesen kleinen Stift in den Himmel ballern. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist dieser Block hier, Remote Control System. Man kann, leider gibt es noch gar keine Crafting-Rezepte, weil die Mod sehr neu ist. Aber da müssen wir einfach draufklicken und dann haben wir jetzt hier alle Raketen, die in unserem Umkreis aufgebaut wurden, die natürlich mit so einem Kontrollblock versehen wurden. Das heißt, wir haben jetzt nur diese eine Rakete hier. Und hier haben wir noch weitere Informationen. Ich meine, schaut euch das mal an. Wie cool ist das denn? Wir haben hier sogar eine kleine Vorschau. Wir haben weitere Informationen über den Benzinstand. Wir haben die Position und wir haben vor allen Dingen die Masse. In dem Fall nur 20 Kilogramm. Und hier oben können wir dieser Rakete auch einen Namen geben. Da das nur so ein kleines Ding ist, würde ich das einfach mal Nahkampfstachel nennen. Bevor wir jetzt unseren Nahkampfstachel in den Orbit schießen, ganz kurz, das hier ist im Übrigen die Jury. Die wird das Ganze jetzt bewerten. Einmal haben wir Trollo, unser kleines Trollhäschen. Dann haben wir den Herr Herr, das ist der Chemielehrer. Und dann haben wir hier unseren Herrn Schuldirektor, der wie immer sehr wenig anhat. Na, wenigstens hast du eine Unterhose an. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und das ist unser Pokal, den können wir rein theoretisch gewinnen. Yay. Okay, pass auf, lange gar keinen Sinn, ich rede wieder so viel. Es tut mir leid, wir werden jetzt unseren Stachel hier einfach mal in den Himmel schicken. Einfach hier auf Launch gedrückt. 3, 2, 1, ready for takeoff. Zack. Und schon fliegt es hier hoch. Boah, ist das cool, oder? Habt ihr die Partikel gesehen? Wie abgefahren ist das denn bitte? Es entsteht sogar so ein kleines Erdbeben. Und je größer und dicker die Rakete, desto größer ist auch das Erdbeben. Desto langsamer fliegt die Rakete nach oben. Man kann es sogar hier in diesem Menü nachverfolgen, wie diese Rakete in den Himmel geschossen wird. Ich feiere es einfach. Es ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Sollte die Rakete eine Höhe von 1000 Blöcke erreicht haben, dann ist diese Rakete offiziell im Orbit. Das heißt, diese Rakete kann derzeit nichts. Wir haben gar keine tolle Module. Wir haben keinen Laser, keinen Mob-Erkennungsgebimsel angebracht, aber es ist zumindest eine Rakete, die in der Luft ist, ja? Wir können sogar das Teil wieder runterholen. Dazu müsst ihr einfach auf Module klicken, Controller und dann auf Deorbit direkt mal drauf gedrückt und schaut euch das mal an. Jetzt sehen wir sogar, wie diese Rakete derzeit zu Boden rast. Ja, mit einer Mordsgeschwindigkeit. Sogar der Hintergrund verändert sich, da dass das Ding immer langsamer näher kommt. Es ist echt cool gemacht. Jetzt ist schon auf Höhe 200. Jetzt sehen wir da oben schon den Punkt und pam! Jetzt ist direkt was kaputt gegangen und die Rakete ist hier eingeschlagen. Also auf jeden Fall hier irgendwie Wasser irgendwie anbringen oder irgendwas in der Richtung, aber ich feiere das einfach. Ja, und das war erst der Anfang. Wir haben natürlich noch Laser und so vieles mehr. Aber ansonsten ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Technik. Nochmal was ganz Neues in Minecraft und total einfach. Dann werden wir jetzt uns die Module anschauen. Wir haben auch hier so eine Art Terrain-Scanner. Also da können wir die Karte analysieren. Das ist echt der Hammer. Damit könnt ihr Mitspieler ausspionieren. Das funktioniert auf dieser Schulmap nicht. Deswegen habe ich das mal auf einer anderen Welt getestet. Ich kann es mal kurz einblenden. Ganz toll. Wir haben so ein 3D-Model von unserer Karte. Wir können die Häuser von unseren Mitspielern sehen und genau
genauestens nachverfolgen, was sie gebaut haben. Es ist mal wieder an der Zeit, alles, was man in Minecraft toll findet, auf einen Zettel zu schreiben und den für 2,5 Minuten in die Mikrowelle zu legen, weil das ist wirklich krass. Dann als nächstes testen wir mal die Monster-Module. Wir können hier Monster erkennen und markieren. Dafür brauchen wir allerdings einen größeren Tank und man stellt sehr schnell beim Raketenbauen fest, dass die Kanten abgerundet werden, damit das Ganze so eine klassische Raketenform bekommt. Wie cool ist das denn bitte? Da brauchen wir jetzt nur noch diesen Satellitencontroller und daran müssen wir jetzt die ganzen Module anbauen. Wir brauchen ein Solarpanel, damit wir unsere Energie aufladen, wenn wir diese Module nutzen möchten. Quasi Sonnenenergie. Da brauchen wir eine Batterie, Monster-Detektor, um Monster und Mitspieler zu finden. Und dann haben wir natürlich noch den Monster-Markierer. Das heißt, wenn irgendein Mitspieler unter der Erde irgendwie eine Base heimlich aufbaut, dann könnt ihr in einem gewissen Umkreis ihn durch den Boden erkennen und perfekt ausspionieren. Vielleicht wird sogar unser kleiner Big Mac hier erkannt. Obwohl, dafür brauche ich keinen Monstermarkierer. Den sieht man schon aus 5 Kilometer Entfernung, diese Kanonenkugel hier. Ich würde sagen, wir drücken direkt mal hier aufs Knöpfchen. Zack, dann ist die Rakete jetzt einsatzbereit. Wir müssen die am besten nur noch umbenennen. Ich glaube, wir nennen unser Meisterwerk Hässliches Entlein. 153 Kilogramm ist es schwer. Los, Hässliches Entlein. Flieg und Sieg. Pam! Moss ist abgefahren. Ich feiere einfach diesen Start. Habt ihr dieses Erdbeben gespürt? Wir werden nachher natürlich noch größere Raketen bauen. Und jetzt ist dieses Ding hoffentlich im Orbit gelandet. Wir gucken direkt mal. Ja, es hat mittlerweile Höhe 1000 erreicht. Über Module haben wir jetzt die Möglichkeit, über den Detektor Monster zu markieren bzw. zu entmarkieren. Und das ist echt der Hammer. Das probieren wir natürlich direkt aus. Dazu werde ich jetzt einfach mal ein paar Kaninchen nehmen, ein paar Häschen und werde die jetzt einfach mal hier hinsetzen. So, zack, 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 zack. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das Signal auf die Erde geschossen wird. Und jawohl. Ich meine, wie abgefahren ist das denn bitte? Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Mitspieler auf dem Server habt oder so, dann könnt ihr diese, man sieht es hier bereits, durch irgendwelche anderen Blöcke in einem gewissen Umkreis natürlich erkennen. Je mehr Detektoren wir angebracht haben, desto größer wird, glaube ich, der Bereich. Und demnach kann man perfekt seine Mitspieler im Auge behalten. Moah, ist das cool. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich feiere das einfach. Das ist einfach so eine coole Idee und vor allen Dingen ist es so einfach. Können wir nicht jetzt schon den Preis bekommen? Pass auf, Drollo, ich werfe jetzt hier einfach mal ganz unauffällig eine Karotte hin, ja? Und wenn ich den Preis bekomme, ja? Dann sei gesagt, dort wo die Karotte herkommt, da gibt es noch viel mehr. Hier, hin und wieder flackert es manchmal. Manche Mobs werden gar nicht markiert. Das liegt ganz einfach daran, dass wir viel zu wenig Energie haben. Dadurch funktionieren die Module manchmal nicht korrekt. Das heißt, wir hätten noch mehr von diesen Solardingern aufbauen müssen. Okay, dann als nächstes werden wir jetzt einfach mal den Laser ausprobieren. Das Ganze natürlich hier mit einem ähnlichen Muster. Das heißt, wir haben hier wieder so ein Solarpanel und das hier ist jetzt der Laser. Damit wäre es ganz schön einsatzbereit. Einfach blöpp hier aktiviert. Ich hoffe, dass da jetzt kein Hase drunter war. Ich hoffe nicht, sonst wäre der Hase jetzt Matsche. Dann gäbe es Hasenfrikassee. Okay, pass auf, wir gehen direkt mal hier in unser Kontrollzentrum und werden jetzt die Rakete noch umbenennen. Okay, die Rakete ist zerstörerisch, nervig, laut, unangenehm. Klarer Fall, ich nenne sie Logo. 153 Kilogramm schwer. Pam! Boah, ich liebe es einfach. Ich liebe dieses kleine Erdbeben am Anfang. Cool. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wir haben jetzt nur einen Laserblock angebracht, einen Laser zu erzeugen, der eine riesige Explosion erzeugt. Je mehr Lasermodule wir anbringen, desto größer wird natürlich die Explosion. Werden wir auf jeden Fall gleich einen monströsen Panzer aus ganz vielen Lasermodulen auf jeden Fall gleich ebenfalls noch bauen. Jetzt brauchen wir lediglich eine Fernbedienung. Und damit können wir jetzt ganz einfach einen Block auswählen. Dort wird dann der Laser generiert. Und das ist richtig abgefahren. Na, mein kleiner Big Mac, möchtest du mal einen Laserstrahl sehen? Ja, okay, pass auf. Hier. Okay, das wird jetzt richtig böse. Ich würde da weggehen. Noch kannst du wegrennen. Ansonsten ist es zu spät, denn gleich kommt eine riesige Explosion und das wäre... nicht so feierlich. Nein, ich habe den Schuldirektor kaputt gemacht. Ich glaube, ich muss ziemlich lang nachsitzen für diese Aktion. Aber allein diese Wucht der Zerstörung, wie cool ist das denn bitte? Das haben wir mit nur einem Lasermodul geschafft. Wie gesagt, je mehr Lasermodule, desto größer der Schaden. Das heißt, am besten in der Nähe eures Mitspielers einfach so eine Rakete in die Luft schießen. Und da könnt ihr einfach jederzeit das Häuschen der Mitspieler zerstören. Das ist voll cool. Aber das waren ja eher nur so kleine Raketen. Da würde ich sagen, ich lade ganz kurz die Welt neu und dann werden wir jetzt richtige Kracher zusammenbasteln, ja? Da werden wir jetzt mal ganz viele Lasermodule hier anbauen. Ich wette, dass man damit die Schule komplett vernichten kann. Das Coolste habe ich euch eigentlich noch gar nicht gezeigt. Also ich habe jetzt hier mit diesen Blöckchen gearbeitet. Die sind etwas leichter als diese schweren Tanks. Und wir haben die Möglichkeit, man kennt es vielleicht aus dem echten Leben, das untere Teil einer Rakete während des Starts wegzusprengen, damit man nicht so viel Gewicht hat. Und das ist echt der Hammer. Das heißt, man kann diesen unteren Teil von dem oberen ablösen. Das werden wir gleich ausprobieren. Als erstes möchte ich mal versuchen, dieses Ding in die Luft zu kriegen. Das Ding sieht ja mega cool aus. Dafür bekommen wir bestimmt die Trophäe. Okay, pass auf. Ich nenne das Ding jetzt einfach nur die Mutter. Schwergewicht. Masse 300 Kilogramm. Das ist ein richtiges Schlachtschiff, ist das. Go, pam.
Okay, es ist deutlich langsamer, fliegt es hier in den Himmel und es hat ein, ja, ein ziemlich starkes Erdbeben gegeben. Wir gucken direkt mal hier auf unser, was? Es stürzt ab! Die Mutter ist zu schwer! Nein! Ich bekomme eine glatte 4-. Was? Ist das dein Ernst? Ich möchte eine zweite Chance haben. So, liebe Lehrer und, Mobbing-Opfer, seht ihr meine dicke Rakete? Also wenn das Ding nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Schaut euch mal die ganzen Lasermodule an. Damit werden wir garantiert unsere Schule komplett vernichten. Okay, ich habe das hier noch ein bisschen erweitert, damit wir diese Abkapselung mal sehen. Habe ich jetzt hier den sogenannten Payload Separator angebracht. Alles, was über diesem Teil ist, wird abgetrennt. Ja, das heißt, der untere Teil explodiert, wenn das Teil in den Orbit eintritt. Somit haben wir halt nicht mehr so ein großes Gewicht. Das könnte jetzt echt witzig werden. Einfach aktiviert. Blöpp, da fliegt es auch schon zu Boden. Rakete einfach ausgewählt. Okay, das sieht echt cool aus. Das hat echt Stil. 862 Kilogramm. Halleluja. Ich muss die Rakete so benennen, wie als wäre es mein eigenes Baby. Abonniert Le Copa. Perfekt. Das wird ein riesen Erdbeben auslösen. Auf die Plätze, fertig und Feuer. Pam. Moss ist cool. Seht ihr das, wie hier alles wackelt? Wie krass ist das denn bitte? Schnell hier in die Übersicht. Und dann sehen wir auch schon, wie das jetzt hochfliegt. Und es ist tatsächlich im Orbit. Nice. Der untere Teil ist bereits weggesprengt. Das wird hier falsch angezeigt. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus, klicken nochmal auf diese Rakete. Und schon ist es weg. Wie cool ist das denn bitte? Und jetzt können wir die ganzen Lasermodule nutzen, um die ganze Schule mit einem Klick zu vernichten. Das müssen wir sofort ausprobieren. Warte mal ganz kurz. Na, mein kleines Mobbing-Opfer. Möchtest du auch mal einen Laser sehen? Ja? Okay, pass auf. Hier. Zieht euch mal diesen Strahl rein. Alter. Jetzt geht... LOL. Alter. Ihr solltet auf jeden Fall wegrennen. Und jetzt bohrt sich das langsam bis zu Bedrock. Wie cool ist das denn bitte? Es wurde einfach alles zerstört. Außer Big Mac. Big Mac hat natürlich wieder überlebt. Natürlich. Ja. Ihr könnt den Laser natürlich auch aus weiter Entfernung auslösen. Hier, da sieht man es auch schon. Also ihr habt genügend Zeit, irgendwie wegzulaufen. Ja, das ist wirklich gar kein Problem. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für diese Rakete haben wir noch immer nicht die Trophäe gewonnen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die absolute beste und kurze Rakete aller Zeiten. Raketenantrieb? Alter, schaut euch mal diese dicke Taube an. Krass. Ich möchte auf jeden Fall alle Module anbringen. Also 3 Laser, 3 Monster-Markierer, damit wir den Bereich ein bisschen vergrößern. 3 Monster-Detektoren. Und die Karte funktioniert hier ja auf dieser Map leider nicht. Das ist wirklich sehr bedauerlich. 4 AAA-Batterien sind das. Ja, das sind diese kleinen Dinger, ganz wichtig. Die großen passen da nicht rein. Damit hätten wir dieses Schlachtschiff ebenfalls gebaut. Nice. Wenn das Ding abheben kann, dann haben wir auf jeden Fall diese Trophäe verdient. Ohne Mist, das sieht ja mal richtig cool aus. Jetzt brauchen wir nur noch einen coolen Namen für dieses Monstrum. Das ist die Schildkröte 2000. Demnach würde ich sagen, ready to rumble. Auf die Plätze, fertig und los. Was? Yes, die Schildkröte 2000 hat erfolgreich den Orbit erreicht. Aber kann die Rakete so gestalten, wie er möchte? Und kein Mitspieler weiß, dass da oben ein Satelliten rumschwirrt. Leider gibt es noch nicht so viele Module. Das finde ich echt schade. Aber pass auf, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für irgendwelche Module, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Dann kann ich die vielleicht gesammelt an den Modder irgendwie weiterreichen. Das wäre mega genial. Damit haben wir auf jeden Fall die Trophäe gewonnen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, das ist meins. Ja, damit. Ansonsten hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier aufzubauen. Wenn ihr die stärkste Waffe in Minecraft sehen wollt, Thanos Handschuh. Damit können wir Mitspieler kontrollieren und so vieles mehr. Dann klickt gerne mal auf den Bildschirm. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Schaut es euch gerne an. Ansonsten geht es bald weiter mit Trollboss und weiteren Mods. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war auf jeden Fall der Le Copa mit einem unfassbar tollen Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.